Aber jetzt gerade kommt so eine Energie hoch. So. Ein Traum. Ich habe mal wieder was entdeckt. Und das will ich mir angucken. Soweit ich weiß, bin ich hier nicht mehr im Naturschutzgebiet, weil das ist ein bisschen abseits vom Weg. Ich zeige euch das mal. Die sind riesengroß. Die möchte ich mir angucken. Ich am besten. Boah. Ich weiß nicht, ob man das so erahnen kann. Und das ist dann auf der anderen Seite. Einen zweiten mit rausgerissen. Klein. So, jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, wo ich lang gehen soll. Ich glaube, ich muss ungefähr eigentlich in die Richtung, um zu diesem See zu kommen. Da führt auch so ein Wald- und Forstweg lang. Genau in die Richtung. Die finde ich eigentlich schon ganz schön. Noch abgeschieden als der kleine Weg, den ich jetzt gerade gefunden habe. Es ist echt überraschend, wie viele Menschen hier sind. Ich komme da nicht so ganz drauf klar. Ganz wichtig, genug trinken. Ich gucke jetzt auf die Karte. So, wenn ich mich jetzt Pi mal Daumen in die Richtung halte, was ungefähr Osten wäre, dann komme ich zum Heidesee.
Wenn ich mich mehr da lang halte, dann komme ich zum Heidhofsee. Ja, okay. Dann nehme ich jetzt gleich diesen Pfad, diesen Wald- und Forstweg. Und dann schlage ich dann einen Bogen über da zurück. Das klingt wie ein Plan. Irgendwo ein Schwein hat hier doch tatsächlich Zigarettenstummel hingeschmissen. Keine Ahnung, ob ihr das kennt, aber ich habe jetzt gerade, ich glaube, 11, 12 Kilometer hinter mir. Fand den Tag bislang teilweise relativ anstrengend. Aber jetzt gerade kommt so ein Energie hoch. Oh. Ich weiß auch nicht. Die, die viel draußen unterwegs sind, kennen das mit Sicherheit. Ich müsste jetzt am Eingang des Kölnischer Wald. Da müsste ich jetzt sein. Ja, ich habe jetzt 16,5 Kilometer hinter mir und eine Fliege umschwirrt mich. Noch 11 Kilometer bis nach Hause. Ich weiß noch nicht, ob ich die komplett gehen werde oder ob ich zwischendurch in den Bus steigen werde. Aber bislang geht es von den Füßen eigentlich ja noch. Deswegen werde ich das einfach mal versuchen. Im Hintergrund hört man es vielleicht schon, da ist die Autobahn, die immer näher kommt. Der Wald geht leider auch nicht mehr allzu lange, deswegen wollte ich mich jetzt schon mal verabschieden. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ja, dann, wenn ihr Bock habt, bis zum nächsten Mal. Ciao. Kurzer Nachtrag.
29 Kilometer. Ich hab's geschafft. Und jetzt bin ich geschafft. Reflexe. Schade, dass das auf der Kamera nicht so rüberkommen wird. Aber ist eigentlich immer auf der Kamera. Sonntag und schönes Wetter, da fahren viele Radfahrer durch den Wald. Leider, für mich jetzt gerade. Ich merke gerade, das Flugzeugradar ist auch wieder eingeschaltet. Stimmung! Loch. Da war auch ein Loch. Junge, Junge. Das bin ich so nicht gewöhnt. Absolut nicht. Ich bin jetzt gerade einfach mal einen kleinen Trampelpfad entlang gegangen. Weil hier rennen gerade so viele Menschen durch den Wald. Da kommen dann 3 Leute mit 10 Hunden vorbei. Vorher waren es dann 7 Leute mit, keine Ahnung, 20 Hunden. Manchmal auch nur 3 Leute mit einem Hund. Aber Leute. Da meinte mich gerade ein Mountainbiker, so ein bisschen ärgern zu müssen, indem er so ganz knapp an mir vorbei noch gezogen ist. Ja, jetzt habe ich hier so eine schöne Stelle gefunden, da denke ich mir, dass ich jetzt einfach mal ein Mückenvolk ist hier. Und an der Stelle, wo dann der Rotbach in den Schwarzbach fließt, hier sind echt viele Mücken unterwegs, und das war eine ziemlich große. Also an der Stelle, wo der Rotbach in den Schwarzbach fließt, das auf meiner Dienstlaken gehört zum Kreis Wesel, Das habe ich mir nicht so genau angeguckt. Egal. Der Rotbach ist die Hände zwischen dem und das. Na, wer bist du denn? Hallo sagen. Ja. Also Buntspecht laut Infotafel. Wer mag da wohl wohnen? Ich hoffe mal nicht auf Sand gebaut. Kommt jetzt wieder zurück. Ich musste ja sowieso schon immer bei Flugzeugen an Saki denken, aber jetzt merke ich erst, wie nervig die wirklich sein können. Der dreht hier schon insgesamt eine halbe Stunde seine Runden. Immer Steigflug, Sinkflug, Keine Ahnung.
jetzt kommen da hinten, glaube ich, sogar noch Menschen. Das ist echt schlimm hier im Ruhrpott. Ich stehe hier jetzt direkt über dem. Ich stehe hier jetzt direkt über dem Rotbach, also quasi auf der Grenze zwischen den. Jetzt hätte ich mich fast vergessen. Warum sagt ihr denn nichts? So, wenn ich mich jetzt Pi mal Daumen in die Richtung. Oh, eine Libelle. Blatt. Da genießt man hier den Fort. Ja, okay. Ich hab nichts gesagt, doch nur eh nichts. Ja. Schon 5 Minuten keinen Menschen gesehen. Der Weg hier scheint schon recht gut zu sein. Sondern kamen 2 Radfahrer. Das sind Wildgänse mit Küken. Ich hoffe, die kann man erkennen. Ganz hinten. Ich habe hier hinter mir tatsächlich einen See gefunden, der in meiner Karte nicht verzeichnet. Ich habe hier hinter mir. Hier hinter mir sieht man einen See, der zumindest in meiner Karte nicht verzeichnet ist. Nur mal so. Da komme ich her. Aber kein Radfahrer. Also von der Jagd kann man ja halten, was man will. Aber ich zeige euch jetzt mal etwas. Hochsitz. Könnt ihr jetzt schon das Scharnier sehen? Ansonsten zeige ich das jetzt mal. Was heißt Scharnier? Den Riegel. Seht ihr das, wie dieser Riegel da angebracht ist? Also, selbst wenn man den zumachen würde und das abschließen würde, dann könnte man immer noch über die Tür klettern. Wozu also dieser Riegel? Was war das? Irgendwas hat da gerade knack gemacht. Ich bin hier gerade an der Zu- und Abfahrt zur Halde Haniel. Die haben hier gerade Wasser gesprüht. Wahrscheinlich damit es nicht so staubt. Ziemlich viel Wasser. Und
irgendwie frage ich mich gerade, war das Trinkwasser? Also erstmal krabbelt eine kleine Raubraupe. So, jetzt sitzt sie da. Dann musste ich euch noch was zeigen. Sieht das nicht cool aus?